Ob Araber, Hannoveraner oder Lipizzaner, für Pferde schwärmt Andrea Kutsch seit ihrer Kindheit. Der Bestseller Der Pferdeflüsterer des berühmten Amerikaners Monty Roberts veränderte ihr Leben. Sie wurde seine Schülerin. Und so, wir sagen immer, let the horse tell you the story. Lass, egal was die Besitzer erzählen, lass das Pferd die Geschichte erzählen. Das Pferd sagt uns, was passiert ist. Zwischen Ross und Reiter gibt es oft die verschiedensten Probleme. Dieser Wallach ließ sich partout von seiner Besitzerin nicht anfassen. Völlig verzweifelt bat sie Andrea Kutsch um Hilfe. Mit rührendem Erfolg. Ohne Peitsche, nur mit Gestik, Mimik und dem Wechsel zwischen Nähe und Distanz gelingt es der Pferdeexpertin, Vertrauen zwischen Mensch und Tier zu schaffen. Dieses Hippo mochte bis vor kurzem keine Regenschirme. Und dieses? Soll ich an, dass ich mein Knie da hinmache? Das Knie, es war das Knie. Und war das Knie. Ich bin jetzt zweimal am Außenknie an die Schulter gekommen. Gewaltfreier Umgang mit Tieren ist das Ziel von Andrea Kutsch. Vor kurzem erfüllte sie sich einen Traum und eröffnete eine Akademie für Pferdekommunikationswissenschaften. Herzlich willkommen, Andrea Kutsch. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Akademie, zu der Eröffnung dieser Akademie. Das muss wirklich ein Traum gewesen sein. In Bad Saarow in Brandenburg steht die. Jetzt frage ich mich, was kann ich da lernen, wenn ich da als Student oder Studentin hin darf? Ja, man studiert Pferdekommunikationswissenschaft. Das heißt, man studiert die Sprache des Pferdes, die Monty Roberts entdeckt hat, die in der Natur vorhanden ist und lehrbar gemacht hat und erfolgreich einsetzt im Umgang und in der Arbeit mit Pferden. Wenn man das nicht integriert, dann hat man viele Probleme im Umgang mit Pferden, wie wir es gerade eben gesehen haben. Und man kann sehr viele Probleme vermeiden, wenn man um instinktive Verhaltensweisen von Tieren Bescheid weiß und um deren natürliches Kommunikationssystem. Und das lernt man bei uns. Man lernt, mit Problempferden zu arbeiten, Pferde mit dieser Art und Weise einzureiten und natürlich das Reiten an sich. Also der erste Studiengang in Deutschland rund um das Pferd. Aber Sie sagen allen Ernstes, das Pferd hat ein Kommunikationssystem, das kann man erlernen wie eine Fremdsprache. Ja, das sind mittlerweile wissenschaftlich 177 Gesten niedergeschrieben, die wir entdeckt haben und mit denen wir agieren können. Kann man ein Beispiel geben? Also eine Geste löst was aus? Eigentlich ist es ganz einfach. Der Mensch verfügt im Grunde genommen in seiner Grundanatomie über sehr viele Raubtiergesten oder Raubtier, auch anatomische Grundlagen. Raubtiere haben ihre Augen frontal am Kopf angegliedert. Ich gucke ihnen jetzt in die Augen, um ihnen meine Aufmerksamkeit zu geben und umgekehrt. Ich verfüge über Hände, die wie Krallen wahrgenommen werden könnten. Auch die gesamte Strukturierung unseres Gehirns, wie wir miteinander agieren, aufeinander zugehen, hat eine Grundlage im Raubtier anders als im Fluchttier. Das Beutetier hat die Augen seitlich am Kopf, ein großes braunes Auge, nichts schnelles Weißes, was in der Sonne funkelt und Alarmbereitschaft zeigen müsste, verfügt auch nicht über Krallen. Also Pferd hat Angst vor uns, wenn Sie das so darstellen, oder? Das muss man als Raubtier empfinden und ist selbst ja ein Fluchttier. Wir haben eine Studie dazu gemacht, dass die Pulsrate von Fluchttieren in der Gegenwart von Menschen um ein Vielfaches ansteigt. Alleine nur die menschliche Präsenz reicht aus, um das Lebewesen in Alarmbereitschaft zu bringen. Mhm. Wenn sie sich aber jetzt untypisch verhalten, also anders als ein Raubtier, ihre Augen absenken, ihre Hände schließen, ihre Körperposition anders ausrichten, arbeiten sie in einer nonverbalen Kommunikation, in einer Körpersprache, die für das Pferd verständlich wird. Aber überhaupt sich mit Ihnen zu befassen. Da haben wir einen Film genau zu dem, was Sie gerade beschreiben. Ich würde nur sagen, weil die Beschäftigung mit Ihnen ist wirklich ein Schock. Weil man das Gefühl hat, alles, was man bislang über Pferde zu wissen glaubte, stimmt nicht. Ja, Amelie hat es gerade erwähnt, also das Anschauen ist eher eine Bedrohung. Das Irrste für mich war, mit dem Pferd zu sprechen, ist für das Pferd furchtbar nervig. Ja, das ist ja auch eigentlich ein völliger Wahnsinn, dass der Mensch noch nie auf die Idee gekommen ist, dass er mit einem Lebewesen umgeht, was nicht über ein Vokabular, über ein verbales Vokabular verfügt. Und den ganzen Tag quatscht der in seiner Sprache mit einem ganzen Haufen von Lippenlärm auf dieses Lebewesen ein. Lippenlärm ist unsere Sprache, im Grunde genommen, weil das Pferd versteht doch diese Worte nicht. Ja. Keines dieser Tiere. Und trotzdem geht der Mensch hin und ganze Generationen und reden, wenn sie mal in so eine Stallgasse gehen, 18 Uhr abends nach Betriebsschluss, wenn dann alle schön in ihren Stall gehen, dann müssen sie sich da mal ruhig auf den Stuhl setzen, mal tief einatmen und sich anhören.
hören, was die Menschen den ganzen Tag den Pferden erzählen. In ganzen zusammenhängenden Sätzen. Soll man nicht da rumstehen, man steht schon wieder auf dem Strick und Mann, du so, habe ich dir jetzt also beißen sollst du nicht. Aber den Tonfall verstehen Sie doch. Also man sagt immer, meine Katze versteht mich auch nicht, aber ich habe das Gefühl, der Tonfall macht es aus. So, ist das beim Pferd anders? Genau, wie wenn Sie Sitz sagen, macht Ihre Katze Sitz. Nö. So. Aber ein anderes Beispiel. Aber sie weiß, wann ich sauer bin und sie weiß, wann ich gut gelaunt bin. Das vermuten Sie, dass macht sie das allerdings weiß. Amelie auch nicht, weil zu ihr Sitz. Also ich wollte mal kurz, weil das so anschaulich war, was Sie beschrieben haben mit den Krallenhänden und dass man sich eben anders verhalten muss, um sich dem Pferd zu nähern. Weil das haben wir auch im Film. Ja, das würde ich gerne exakt noch mal schnell abrufen. Was der Knackpunkt daran ist, wenn Sie jetzt in Ihrer Körpersprache vorhersehbar werden, weil Sie die Elemente die in der Natur vorhanden sind, integrieren, bleibt die Pulsrate der Pferde unten. Weil sie sich nicht bedroht fühlen. Können wir das Mats mal eben einspielen, bitte mit dem Join-Up, das ist diese, genau. Beschreiben Sie mal eben, was wenn da, du von mir weggehen willst, ist also das Pferd alleine, ein normal gearbeitetes Pferd bewegt sich, wenn sie es frei machen, vom Menschen weg und wir bestätigen dieses Weggehen und sagen, okay, du kannst weggehen, Auge in Auge, geöffnete Hand, damit kann ich das Pferd beschleunigen und in dem Moment, in dem Bruchteil einer Sekunde, wo ich mich da jetzt passiv drehe, Pferde laufen in Bögen oder Fluchttiere nicht in geraden Linien, das tun nur Raubtiere im Angriff, wenn ich hier in Bögen laufe, meine Schulter im 45-Grad-Winkel zum Pferd stelle, dann ermutige ich das Pferd zu mir zu kommen und dann geht es auch nicht mehr von einem weg, weil jetzt sehen Sie, meine Hand ist geschlossen, meine Augen sind gesenkt. Folgt Ihnen jetzt und es ist wie so ein unsichtbarer Faden und das ist das Faszinierende daran, dass Sie eigentlich eine Erfahrungswelt damit betreten können, die Sie eigentlich vorher nicht betreten konnten, weil eigentlich sprechen Tiere nicht. Warum folgt Ihnen das? Weil meine Körpersprache es dazu ermutigt und diese Signale eben wie... Vertrauensbeweis? Ist es neugierig? Was ist es das in dem Moment? Nein, Neugierde ist das jetzt nicht. Ich bin der Anführer der Herde von Zweien. Mhm. Ganz klar gebe ich, man wird der Anführer der Herde in einem Herdenverband durch das Bestimmen von Richtung und Geschwindigkeit. Ah, ja. Und in dem Moment, wo ich das Pferd dazu bekommen kann, dass es nach diesem Prozess entsprechend meine Körpersprache liest, wird es sich mir anschließen, weil ich ihm Schutz und Sicherheit bieten kann. Mhm. Es ist ein Herdentier, will nicht verbannt sein aus dem Herdenverband. Aber ich möchte einen Punkt gerne noch sagen, zu eben nämlich das mit dem, ja, weil die verstehen doch unsere Worte. Nehmen Sie jetzt mal so ein Schulpferd. Nee, 10 Jahre. Tonfall. Tonfall. So. Und jetzt sagen Sie Scheritt in der Reitstunde und da sitzt der Schüler drauf und das Pferd fällt tatsächlich in den Scheritt oder in den Schritt. Und jetzt gehen Sie oder nehmen wir Galopp. Jetzt sagt, steht der Reitlehrer in der Mitte der Reithalle, sagt Galopp. Und jetzt machen Sie dieses Pferd frei. Bringen das auf die Weide, machen den Strick los. Guten Weg. Und jetzt stellen Sie sich mal an den Rand. Und machen Sie mal Ihren Tonfall von Galopp. Und dann sehen Sie doch die Quittung, dass das Pferd stehen bleibt, Kopf runter macht, einen Grasfriss. Weil es die Wahl hat, da ist es frei. Da hat es die, und daran sehen Sie, dass Ihre Worte keinen Sinn machen in der Welt der Pferde. Wenn ich aber auf die Koppel gehe, Auge in Auge,